Wie ihr euch bestimmt noch gut erinnern könnt, haben wir im Jahr 2020 dafür gekämpft, dass wir unser Freibad für euch öffnen können. Das ist uns glücklicherweise auch gelungen, aber ihr könnt euch auch sicherlich an diverse Einschränkungen erinnern. Eine der Einschränkungen bestand darin, dass ihr beim Einlass am Eingang einen Zettel bekommen habt, welchen ihr spätestens am Ende eures Badbesuches mit euren Kontaktdaten und der Zeit des Besuches ausgefüllt und in unsere dafür vorgesehene Box eingeworfen habt. Wir haben diese Zettel dann für 4 Wochen aufbewahren müssen und sie anschließend vernichtet. Damit sollte gewährleistet werden, dass das Gesundheitsamt im Falle einer Infektion die Infektionskette nachverfolgen kann. Das haben viele Unternehmen auf die gleiche Weise wie wir umgesetzt. Der Nachteil an diesem Verfahren ist, dass bei gutem Wetter und entsprechend vielen Badbesuchern auch jeden Tag unheimlich viele dieser Zettel zusammenkommen. Kommt es nun tatsächlich zu einer Infektion, müssen bis zu mehrere tausend dieser Zettel von uns an das Gesundheitsamt übergeben werden. Diese müssen dort mühsam digitalisiert werden, um die Suche nach möglicherweise ebenfalls infizierten Personen überhaupt zu ermöglichen. Und übrigens, postkartenähnliche Zettel sind in puncto Datenschutz heutzutage nicht unbedingt das erste Mittel der Wahl. Wir möchten nun einen Schritt weitergehen und das ganze System verbessern und vereinfachen. Zukünftig wird es euch möglich sein, eure Daten digital bei uns einzureichen. Mit der sogenannten Luca-App könnt ihr euch nach der Installation auf eurem Smartphone ein Profil mit euren persönlichen Daten anlegen. Eure Daten werden stets gut verschlüsselt in Deutschland gespeichert und können ausschließlich von euch selbst eingesehen werden. Kommt ihr zu uns ins Freibad, wird an der Kasse ein QR-Code gescannt und ihr seid eingecheckt. Verlasst ihr das Freibad, checkt ihr euch mit eurem Smartphone einfach wieder aus. Ganz im Gegensatz zu der bisherigen Zettelwirtschaft wissen wir zu keiner Zeit, wer das Freibad betreten hat. Wir wissen nur, welcher QR-Code von unserem Scanner erfasst wurde. Kommt es nun zu einer Infektion, können wir in wenigen Sekunden die gescannten Codes an das Gesundheitsamt übermitteln. Auch zu diesem Zeitpunkt weiß das Gesundheitsamt immer noch nicht, wer ihr seid. Wenn das Gesundheitsamt auf eure Daten zugreifen möchte, müsst ihr ihm erst die Genehmigung dafür erteilen. Erst wenn also die 3 Puzzlestücke vom Gesundheitsamt, von uns und von euch zusammengeführt werden, können eure Daten überhaupt eingesehen werden. Gleichzeitig kann die Infektionskette über die Benachrichtigung an euer Smartphone in wenigen Minuten unterbrochen werden, was ansonsten Tage gedauert hätte. Und für die Personen, die ihr Smartphone nicht benutzen können oder möchten, stellen wir kodierte Schlüsselanhänger zur Verfügung, die ihr übrigens auch überall, wo Luca angeboten wird, verwenden könnt. Liebe Freibadfreunde, die Luca-App, das könnte das entscheidende Instrument sein für eine Saisoneröffnung 2021. Aber nicht nur für das Freibad Delwig, sondern für alle Bäder im Kreis, für die Gastronomie, für das Theater, für die Kinos. Überall könnte die Luca-App eingesetzt werden und das ist ganz, ganz wichtig. Die Kontaktnachverfolgung ist so enorm wichtig in Bekämpfung gegen Corona. Und auch ihr zu Hause, ihr könnt alle mithelfen, das mit umzusetzen. Wir vom Freibad Delwig sind absolut davon überzeugt und möchten unseren Beitrag dazu leisten, das Gesundheitsamt beim Kreis Unna zu entlasten. Helft auch ihr mit. Bleibt gesund, wir sehen uns im Freibad Delwig.